ihr Lieben. Entschuldigt bitte, dass ich jetzt nebenbei noch so ein kleines bisschen abspüle und aufräume, aber mein Tag ist total durchgetaktet. Der Haushalt, die Kinder, Steuern machen, Lesungen vorbereiten, neue Texte schreiben und rechtzeitig die Kinder aus der Kita holen. 16 Uhr auf einem Spielplatz im Prenzlauer Berg. Jede Menge Kinder mit lustigen Doppelnamen und ihre Mütter. Ja, wo sind denn die ganzen Väter? Die hängen schön gemütlich im Büro ab. Und die Frau schmeißt den Haushalt und zieht die Kinder groß. Und gleichzeitig arbeitet sie natürlich, weil sie ist emanzipiert und will sich verwirklichen. Und weil die viel zu teure Gentrifizierungsputze ja abbezahlt werden muss. Was ist denn eigentlich mit uns Frauen los? Habt ihr euch das so vorgestellt? Leben wie unsere Großmütter, nur mit noch mehr Druck und noch mehr Stress? Atmen. Atmen. Meine Oma hat auch geatmet. Halt ohne abwärtsschauenden Hund. Bis sie dann irgendwann tot umgefallen ist. Aber die musste natürlich auch nicht fuckable bleiben. Zwei Kinder und der Körper einer 25-Jährigen. Das bin ich meinem Selbstbild schuldig. Und meinem Insta-Feed. Gleich kommt mein Mann nach Hause. So eine monogame Ehe will gepflegt werden. Sonst bleibt sie nicht monogam. Ja klar, Peter. Nee, komm ich später vorbei. Hast du gekocht? Oh, ich hab so einen Hunger. Klopapier schon wieder vergessen. Ich bin Nummer X. Stories einer Heldin von heute. Überall, wo es Bücher gibt.